Fähigkeit der Diener Gottes, Menschen zu durchschauen, scharfes Urteil. Ihr werdet den Geist dessen erkennen, der sich abwendet von mir. Denn euch werden alle Anzeichen bemerkbar sein, so wie ein Mensch nicht in Liebe mit mir verbunden ist. Und also werden euch auch die Worte nicht täuschen können, die sein Mund ausspricht, um euch sein wahres Empfinden zu verbergen. Ihr werdet wenig Verständnis finden, so ihr geistige Gespräche führet, ihr werdet Unglauben feststellen können, allen Voraussagen gegenüber und auch jenen Lehren, die zur Erklärung der schweren, leidvollen Zeit beitragen sollen. Denn wer mir fernsteht, der steht zu sehr im irdischen Leben und findet keine geistige Erklärung glaubhaft. Er lebt nicht in Verbindung mit der geistigen Welt und seine Gedanken sind wenig beeinflusst von wissenden Kräften, weil er ihnen keinen Zugang gewährt. Ihr werdet solche Menschen stets erkennen und wenig Anklang finden, und so sie euch auch anhören, habt ihr doch wenig Erfolg zu verzeichnen, wenig Willen, meinem Wort Beachtung zu schenken, indem dieses ausgelebt wird. Und also werden sie sich auch nicht überzeugen können von der Wahrheit meines Wortes, und der geistige Erfolg ist gleich null. Doch ihr sollt darum nicht müde werden und keinen Anstoß daran nehmen, dass ihr nicht angehört werdet, wie es mein Wort erfordert. Es wird sich euer Blick schärfen. Ihr werdet zu urteilen vermögen, auf welcher Stufe der Entwicklung der einzelne Mensch steht. Ihr werdet die Fähigkeit erlangen, auch durch eine Maske hindurch sehen zu können und euch also nicht täuschen lassen durch schöne Worte oder frommes Wesen, weil euren Blicken nichts entgeht und ihr wohl wisset, wie sich die Verbindung mit mir und ein Leben in Liebe auswirket auf das Wesen eines Menschen. Zudem werden der rechten Hörer und Täter meines Wortes nur wenige sein. Die Mehrzahl aber steht meiner Gabe von oben teilnahmslos gegenüber, ansonsten der geistige Tiefstand sehr schnell behoben wäre. Doch wo der Wille mangelt, ist wenig Erfolg zu verzeichnen. Ich gebe euch aber trotzdem den Auftrag, dessen Erwähnung zu tun, was ich euch darbiete, auf das keiner sagen kann, ungewarnt geblieben zu sein, denn nur durch das Wort kann der Bann gebrochen werden, nur durch das Wort von oben kann der Mensch zum Nachdenken veranlasst und auf einen anderen Weg geführt werden. Das Wort selbst besitzt Kraft, erfordert aber den Willen des Menschen, um zur Wirkung kommen zu können. Und wo mein Wort, die Ausstrahlung meiner selbst, ohne Eindruck bleibt, dort gibt es wahrlich kein anderes Mittel, es sei denn, eine große irdische Not veranlasst einen Menschen, die Bindung mit mir herzustellen durch das Gebet. Dann trete ich noch einmal an den Menschen heran durch sichtliche Hilfe und mache mich ihm erkenntlich. Und dann wird auch mein Wort nicht mehr ohne Eindruck bleiben. Darum verbreitet es aller Orten, denn die große Not ist unausbleiblich. Und was das Wort nicht zu Wege bringt, kann die Not noch schaffen. Und ihr Menschen werdet sie segnen, so ihr durch sie noch zu mir gefunden habt. Amen.